connected. Und auf einmal höre ich das, weil wir noch keine Musik an hatten und es macht so flapp, flapp, flapp. Ich so, da ist doch irgendwas am Reifen, Stein oder so. Kannst mal gucken, ob wir den rausmachen können oder so, ne? Geht Lukas vor und sagt, roll mal kurz, stopp. Und er so, oh ja, hier steckt was drin. Ich so, hier, wie, hier steckt was drin? Ja, Nagel oder so. Bitches tanzen à la Figaro. Oh, yeah. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackie ist am Start mit einem neuen Drift-Vlog und mit dabei ist wieder... Oh, Lukas mit, hallo. So, auf geht's. Oh, Autos kommen hier schon. Müssen wir mal hier auf die Straße. Ja, wir sind gerade in Hamburg unterwegs. Wo auch sonst. Ich kann immer dazu sagen, weil wir so viel unterwegs sind. Ja, ist halt echt so. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, wo auch sonst, aber eigentlich macht das schon Sinn, weil wir in letzter Zeit so viel unterwegs gewesen sind. Wo wir gerade bei unterwegs sind, durcheinander. Wir sind dieses Wochenende bei der Gamescom. Lukas kann sich nicht mehr konzentrieren, dein Helm ist auch noch nicht zu ganz. Du musst den Clips noch machen. Lukas, geht's wieder? Können wir weitermachen? Lukas? Wir sind dieses Wochenende bei der Gamescom. Einfach privat, chillen da ein bisschen, laufen ein bisschen rum, gucken uns die Sachen an. Falls ihr uns da erkennt, einfach gerne ansprechen. Wir sind auf solchen Messen, unter anderem auch für euch. Wir haben da Zeit für euch und so weiter. Hauptsache, wir sind beim World of Warcraft Stand. Gibt's da einen? Ja, es gibt einen riesigen Blizzard Stand. Geisteskrank, ja, da gehen wir hin. Da gibt's Dunkelmond-Jahrmarkt aufgebaut. Oh Gott, ich hör auf. Halsmaul, verrückt. Okay, wir schweifen schon wieder komplett von dem Thema ab. Wir fahren jetzt zum KTM-Händler. Weil meine KTM irgendwie komische Kabel eingebaut hat bei den Blinkern und Lichtern und so. Ich habe die ja mal geändert und die haben gar nicht die Farben, die sie original haben, weil wir uns ein schönes Gerät einbauen. Dazu kommt aber dann auch ein Video. Ach, du Huren, sag ich nicht. Wo? Wo? Da war ein Blitzer. Wo denn? In dem grünen Auto oder was? In dem grünen? Nein, in dem grauen Auto da hinten. Siehst du jetzt nicht mehr. Habe ich gar nicht gesehen. Willst du voll reinfahren? Zurückgewunken. Immer nett zu Blitzer-Kastenwagenfahrern sein. Hat er zurückgewunken? Das auch gerne machen. Schöne Pizza bestellen. Das Beste Leben. Und einfach schön ein bisschen Fotos machen. Einfach aufpassen, dass da keiner. Er macht doch selber keine Fotos. Ach, steht er da nicht mit einer Spiegelreflex? Nee, er so, oh, der ist zu schnell. Lasergerät, da muss ich den jetzt abdrücken. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ja, ist es krank. Oh Gott, der fährt gleich rüber. Ah, herrlich. Ja, Gamescom. Das ist eigentlich so gar nicht unsere Sparte, ne? Aber. Ja, eigentlich nicht, aber ich finde es immer lustig. Ich war letztes Jahr auch da und ich weiß noch, wie mein Ansprechpartner von Dein Design, wo es meine Handyhüllen gibt, wo auch Montana Black und so weiter sind, wie der an dem Stand war und da waren die ganzen Handyhüllen und er so, Diggi, nächstes Jahr bei der Gamescom sind deine eigenen Hüllen hier und werden ausgestellt und ich so, boah, das wäre schon echt krass. Und jetzt ist das einfach so, er hat mir schon ein Foto geschickt, dass meine eigenen Hüllen da sind, das ist natürlich eine Ehre. Ja, schon cool. Das ist sehr schön und macht Spaß. Ich wollte eigentlich in diesem Video mal die Story erzählen von unserer Rennstrecke. Und vor allem von unserer Rückfahrt. Oh Gott, die absolut, absolut aufregend war. Wer uns oder mir auf Instagram folgt, der weiß es natürlich schon. Oder die grobe Geschichte. Junge, wie sieht denn das Auto aus? Der ist so tief. Hallo, bist schon wieder abgelenkt. Hast du schon wieder hübsches Mädel gesehen? Nee, die war nicht hübsch. Oh. Die hat auf mein Motorrad gegeiert. Ach, sorry. Jeder Mensch ist im Inneren hübsch. Oh, Lukas. So. Und zwar haben wir ja das Auto von meinem Papa ausgeliehen, weil das eine Anhängerkupplung hat. Und mein neues, was ich immer noch nicht vorgestellt habe, by the way, hat keine Anhängerkupplung. Und du hattest einen Anhänger organisiert, wo die zwei Bikes drauf waren, ne? Also haben wir das Auto von meinem Papa geliehen, einen Anhänger und sind losgefahren. Und die Leute, die Rennstrecke kennen, wissen, Pannonia-Ring ist 1250 Kilometer von Hamburg entfernt. Lass mir filtern.
Ja, ich wollte auch gerade fragen. 1000, es wird schwer, es ist knapp hier. Also 1250 Kilometer ist das weg, der Bums. Oh schön, jetzt steht er hier voll im Weg. Also entspannte mindestens 13, 14 Stunden. Ja genau, jeder von euch weiß ja, man darf mit Anhänger höchstens 100 fahren, in Tschechien sogar nur 80, obwohl der auf 100 zugelassen ist. Und die Hinfahrt war schon echt anstrengend. Dann müsst ihr euch aber vorstellen, wir fahren einen Tag und sind tot. Wir fahren einen zweiten Tag und sind körperlich komplett am Ende, ne? Richtig. Wollten dann von da zu unserem Hotel fahren, haben gepackt, waren endlich fertig, klitschnass, hatten Durst und Hunger. Ihr müsst euch aber vorstellen, wir waren eigentlich glücklich, weil alles gut geklappt hat. Ja genau, also keine Unfälle, wir hatten gute Zeiten, es war ein geiles Event, hat Spaß gemacht. Genau, und dann fahren wir los in Schrittgeschwindigkeit vom Hof, sagen den Leuten tschüss, ne, winken und auf einmal höre ich das, weil wir noch keine Musik anhatten und es macht so flapp, flapp, flapp. Ich so, da ist doch irgendwas am Reifen, Stein oder so, kannst du mal gucken, ob wir den rausmachen können oder so, ne? Geht Lukas vor und sagt, roll mal kurz, stopp. Und er so, oh ja, hier steckt was drin. Ich so, hier steckt was drin? Ja, Nagel oder so. Dann gehe ich raus und da steckt so ein Teil drin. So und ein Nagel kommt da raus. Dazu kommen wir später. Ne? Okay, na gut. Also, erstmal Kacke. Können wir den rausziehen? Du hast versucht, den rauszuziehen, da haben wir schon gespürt, geht die Luft ein bisschen raus. Okay, ja, ja. Katastrophe. Müssen wir den ADAC anrufen. Wir sind ja ADAC Goldmitglieder beide, was übrigens super wichtig ist. Keine Produktplatzierung haben wir aber trotzdem. Aber es ist halt gut, sowas zu haben, weil man genau da sonst völlig aufgeschmissen wäre. Ne? Und das ist auch eigentlich, glaube ich, echt nicht teuer. Es kostet 50 Euro im Jahr oder 100 oder sowas. Ich bin über meine Familie da irgendwie mit drin. Ja, ich bin mittlerweile schon selber. Aber haben wir da angerufen? Genau, haben wir angerufen und sie meinte schon so, ja, in Ungarn dauert das ein bisschen länger. Ungefähr 3 bis 4 Stunden und wir so, oh nein, ne? Und jetzt kommt Nummer 2, nämlich, da war ja Rennstrecke, da gibt's ein Restaurant, da gibt's einen Kiosk, Tankstelle und so weiter, ne? Das Problem war, das war die einzige, wo ich je war, wo man nicht mit Karte bezahlen konnte, weder tanken noch was anderes. Und wir hatten pro Person wie viel, 100 Euro mit oder so und haben das so getimt, dass wir am Ende nichts mehr hatten. Ich hatte noch 2 Euro oder 3 Euro umgerechnet. Ja. Also man konnte auch mit Euro bezahlen, aber ich hatte auch keine Euro mehr. Nee, und es gab da nichts und wir konnten ja nicht es gab kein ATM, also kein Geldautomat. Und dann waren wir da und hatten Hunger und Durst und mussten 4 Stunden warten und hatten kein Geld, um uns was zu essen oder zu trinken zu kaufen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den ganzen Tag draußen seid und den ganzen Tag sportlich aktiv, so wenn ihr zum Beispiel Fahrrad fahrt, Mountainbike oder irgendwas Anstrengendes, Sport macht, da habt ihr so einen Durst und Hunger und das war echt der Horror. Wir konnten uns einfach nichts kaufen und dann saßen wir da und es hat echt, wie lange? 3, 3,5 gedauert? Schon 3,5, ja. Boah, bis da jemand kam. Und der meinte dann so, ja, okay, wir ziehen das Teil erstmal raus. Und jetzt kommt es nämlich dazu. Das Ding war eine GoPro-Schraube. Also genau das Teil, was ihr gerade bei Lukas seht, da unter seiner GoPro. So eine Schraube. Die auch noch stumpf ist. Die ist stumpf am Ende. Und die hat sich in den Reifen gebohrt. Ob das Karma war? Also unsere war es natürlich nicht. Das hätten wir ja gemerkt. Die lag auf dem Parkplatz. Die lag irgendwo auf dem Parkplatz, genau. Und ja, hat sich nur noch Reifen gebohrt. Dann ist erstmal der Reifenabdruck verloren, dann hat er da so ein Spray drauf gemacht und da sowas reingesteckt und hat gesagt, ja, das ist provisorisch, damit können wir auf keinen Fall nach Hamburg fahren, aber morgen in dem und dem Dorf, da müssen wir hinfahren und da gibt es einen Reifenhändler und wenn wir Glück haben, hat er einen. Ne? Wenn wir Pech gehabt hätten, dann hätte es sein können, dass wir einen bestellen müssen und der erst Montag kommt, weil es war ja Wochenende. Da passiert ja nichts mehr und wir sind so voll genervt. Sind dann zurück, haben gerade noch was zu snacken gefunden und sind ins Hotel, am nächsten Morgen aufgestanden. Um 10 vor 8 standen wir bei dem Typen vor der Matte, 10 vor 8 und haben gewartet. Und so das war so ein richtig, ja, aber ist ja auch wichtig. Wir hatten ja 1250 Kilometer vor uns, die wir noch an dem Tag machen wollten am besten. Und dann war es 8 und da passiert nichts. Und dann war es 10 nach 8 und du musst dir vorstellen, dass jede Minute dauert eine Stunde gefühlt. Dann ist es 20 nach 8, 25 nach 8, niemand ist da, aber auf dem Türschild steht, um 8 macht er auf. Oder war das 9 oder so, egal. Auf jeden Fall waren wir um die richtige Uhrzeit da und er hatte nicht auf.
Das war echt eine große Katastrophe. Dann habe ich da angerufen, dann konnte der kein Wort Englisch. Dann haben wir mit Google-Übersetzer herausgefunden, was 5 heißt und dann 5 Minuten. Er hat gesagt, dass er in 5 Minuten kommt wohl. Und dann kam er endlich an und dann ging das ratzfatz, ne? Der Typ war so korrekt, der konnte kein Wort Englisch, wir natürlich kein Wort Ungarisch, haben dann mit Google-Übersetzer und Handgestik, Mimik versucht. So geil. Da hat er uns das Ding ausgebaut, da hat er den Reifen abgemacht, da hat er den mit so einem Pilz da durchgesteckt und mit Teer drüber und mit Harz und Kleber und so weiter und hat dann gesagt, so ja, jetzt ist fertig und jetzt ist es so gut, der hält für immer. Hat uns den Reifendruck von allen 4 noch gemacht. Genau, konnten wir nicht glauben und das hat echt geklappt und dann konnten wir echt noch 1250 Kilometer nach Hause fahren an einem Absoluter Stück. Absoluter Wahnsinn. Mit den beiden Gigs dann noch hinten dran. Absolut krass, also das war ein Erlebnis. Ich finde das immer so krass im Ausland, ne? Ja, ja, da ist man schon aufgeschmissen, also, ne? In Deutschland wäre das so, ja, okay, um einen Ersatzwagen oder was auch immer. Und dann mit der Sprache auch noch. Das ist immer die größte Barriere. Und es ist echt krass, wie viele Leute einfach kein Englisch sprechen. Als ich im Krankenhaus in Portugal war mit meinem gebrochenen Bein, die Sanitäter und so, die konnten kein Wort Englisch, wo du denkst, ja. Hä? Portugal ist doch ein Weltland, oder? Sie müssen doch irgendwie Englisch sprechen können. Und das passiert einfach so viel, dass sie das nicht können. Da ist Deutschland schon in der Schulbildung echt weit, dass alle Englisch lernen und eigentlich auch alle Englisch besser oder schlechter sprechen können. Man kann sich auf jeden Fall verständigen. Auf jeden Fall irgendwie verstehen, so irgendwas. Aber der war auf jeden Fall ultra korrekt so. Genau, und dann was das gekostet hat, ne? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat da eine halbe Stunde gearbeitet, einen kompletten Reifen neu gemacht und so weiter. Und dann meinte er, das kostet umgerechnet 12 Euro. 12! Ich konnte es erst gar nicht verstehen. Ich habe gedacht, ich mache einen Umrechnungsfehler und es kostet 120 Euro oder sowas. Und dann haben wir ihm auch 20 oder 25 gegeben. Ne? Ich habe 25 abgehoben und die restlichen 1000, 2000 von der Währung, die ich noch hatte, Florint ist das, habe ich ihm gegeben. Und der hat sich auch mega gefreut dann, ne? War voll süß. Weil da ist einfach das Arbeitsniveau ganz anders und das Gehaltsniveau. Und auch lustig, diese Urlaubsstories. Ja, mega. Ich finde solche Stories echt lustig. Cool, ne? Ich würde mal gern wissen, wie euch die Story hier gefallen hat, ob euch das taugt. Euch das taugt. Oder ob ihr das sowas nicht so geil findet. Weil wir versuchen ja immer wieder viel auf dem Kanal zu ändern und neuen Content zu bringen und andere Sachen. Und ich finde solche Real-Life-Stories richtig geil. Und ich gucke zum geil. Beispiel, ich spiele überhaupt kein Fortnite mehr, ne? Ich guck das nicht und ich bin auch in was Stream angeht, bin ich gar nicht dabei. Aber ich guck. Warte mal. Du guckst Safe Monte. Ja, genau. Ich guck ja, super guck viel Montana auch. Black. Der Typ ist ohne Spaß. Unnormal korrekt. Der ist so geil. Der ist so sympathisch und ich liebe das einfach, seine Videos zu gucken, weil er so geile Storys raushaut. Und deswegen habe ich jetzt mal so eine Story von uns rausgehauen und ihr könnt ja mal einer Seite schreiben, wie gefällt euch das? Und das zweite, wenn ihr irgendwelche geilen Urlaubsstories habt, irgendwas, was zum Thema passt, irgendwie mit Sprachbarrieren oder lustigen Sachen, die im Ausland passiert sind. Schreibt mir mal was in die Kommentare. Tunnel Action. Und ja, mal rein. Das genau. Und dann lese ich mir da ein paar durch und das könnte echt lustig werden. Bisschen rechts, ne? Ja. Also es wäre auf jeden Fall richtig geil. War eine lustige Story, hat Spaß gemacht, jetzt sind wir wieder da, jetzt kommen wieder viele normale Vlogs. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, die Story. Wenn ihr habt ein Däumchen, wie immer ein Träumchen, damit zeigt ihr mir, dass ihr den Content feiert. Einmal nochmal vielen Dank an alle neue Mitglieder, ihr seid richtige Ehrenmäuse. Und ja, dann sind wir jetzt gleich beim Händler hier und checken mal die Kabels ab. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen, richtig? Willst du noch was sagen? Du hast in dem Drift-Vlog fast gar nichts gesagt. Du hast echt ne? Nö, das stimmt. Aber du kannst mal reden. Ja, das Ding ist, genau, das Ding ist, das ist so eine Story. Und ich erzähle sie ja nicht dir, sondern den Zuschauern. Dann ist es schwer. Aber alles gut, ne? Das
ist okay. Wenn eine Frau sagt, das zum Abschluss eines Videos, wenn eine Frau zu euch sagt, liebe Jungs, wir haben sehr viele männliche Zuschauer, es ist okay, dann ist nichts okay. Stimmt. Geil. Okay. Das nur als kleine Lehre. Damit beendigen wir das Video mit dem Lukas Litt-Ratgeber 2018. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Peace und haut rein, ihr Landratten. Pa, pa, pa. Oh,